schwarz auf weiß oder vielleicht eher schwarz auf bunt sehen möchtest, wie es mit meinem Budget weitergegangen ist, dann bist du hier richtig. Willkommen zurück. Ich freue mich über jeden, der wieder eingeschaltet hat. Ich freue mich sowieso gerade so irrsinnig, weil ich einfach sehe, dass ich ein paar Abonnenten zumindest bekommen habe und ein paar sich die Videos anschauen und sich dann tatsächlich auch dafür interessieren und nachfragen. Und es macht so Spaß, diese Kommentare zu lesen und zu beantworten. Und ich freue mich einfach so, dass ich über mein Hobby, weil ich sehe ja das Budgeting als mehrere Dinge. Einerseits ist es natürlich unheimlich praktisch. Ich muss lernen, mit Geld umzugehen. Wir müssen unsere Finanzen besser haushalten, damit wir sparen können, damit wir Schulden zurückzahlen können. Andererseits dadurch, dass ich das so mache, wie ich es mache, in meinem File of X und mit diesen selbst erstellten Tabellen und eben kunterbunt und klitzeklein, macht es mir auch Spaß. Und es entspannt mich extrem und es gibt mir ein Gefühl der Kontrolle. Das ist etwas, was bei mir ganz wichtig ist. Wenn mir das Gefühl der Kontrolle genommen wird, geht es mir gar nicht gut. Ich bin so ein kleiner Kontrollfreak, auch so ein bisschen Perfektionist in mancherlei Hinsicht. Und mir macht es einfach unheimlich Spaß und ich freue mich über jeden, der wieder eingeschaltet hat. So, bevor ich jetzt groß rumlabere, oh, und hier auch mal ein Erdbeben auslöse, starten wir mal mit unserem Weekly Check-In. Wir schauen uns jetzt die Woche an, hier. Vom 30. bis zum 5. ging das. Das Wochenende habe ich ja hier auf der Liste nicht mehr drauf, weil es mir hier nur um die Fixausgaben geht, die vom Konto abgebucht werden. Und am Wochenende passiert da ja nichts. Wollte ich euch nur auch mal eben zeigen. Sämtliche abgehakte Fixkosten hier wurden bereits abgebucht. Also mit diesen Häkchen führe ich darüber so ein bisschen Buch und schaue, ob alles passt, ob alles durchging. Kindergartenkosten gingen noch nicht durch. Ich muss mich mal schlau machen. Eventuell gibt es da tatsächlich irgendeine Regelung von der Stadt. Vielleicht werden die uns in dem Monat erlassen, weil die Kinder ja fast nicht in den Kindergarten gegangen sind. Ich weiß auch gar nicht, wann es wieder weitergeht. Ob es überhaupt nach Ostern weitergeht, naja, man wird sehen. Auf jeden Fall ging das noch nicht durch. Auf der Seite jetzt neu habe ich meine ganzen Sinking Funds aufgelistet und habe auch schon mal die Raten ausgerechnet, die ich jetzt noch zahlen muss monatlich, damit ich zum Stichtermin auf die richtige Summe komme. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, ab wann die Basisrate dann fällig ist. Basisrate ist dann die, der Monat, in dem wir das komplett gezahlt haben, ist vergangen und im Folgemonat lege ich dann die Gesamtsumme geteilt durch 12 zurück, weil diese Kosten ja nur einmal im Jahr anfallen. Und das motiviert mich einfach enorm, das hier zu sehen. Also hier haben wir zum Beispiel bei der Kfz-Versicherung einen Sprung von 47 Euro jetzt auf 35 Euro ab Juni. Oder hier, das ist jetzt nicht so groß, hier wird es toll. Bei Amazon Prime muss ich jetzt noch 25 Euro im Monat zurücklegen, ab Juli nur noch 6 Euro. Und die Gesamtkosten belaufen sich jetzt momentan noch auf 458 Euro. Das ist deswegen so hoch, weil Disney Plus dazu gekommen ist. Da sind wir jetzt stolze Abonnenten und haben das, glaube ich, jetzt schon so viel genutzt, dass es sich sowas von lohnt. Das wird wahrscheinlich nächsten Monat abgebucht werden, nehme ich an. Danach sind es aber nur noch 6 Euro. Und wenn man bedenkt, dass wir für durchschnittlich 20 Euro im Monat bei Amazon Prime Filme gekauft haben oder geliehen haben und das mit Sicherheit zu 80-90% Disney-Filme waren, war das auf jeden Fall ein guter Deal, Disney Plus zu bestellen. Genau, und dann, wenn all diese Daten hier vorbei sind, dann kostet es uns nur noch 288,50 Euro pro Monat und wir müssen uns über all diese großen Posten, die vorher mein Budget komplett durcheinander gebracht hätten, keine Sorgen mehr machen, keinerlei Gedanken mehr machen, das Geld ist einfach da und ich finde 288,50 Euro, das ist wirklich das wert, sich über all das eben keinen Kopf mehr machen zu müssen. So, jetzt schauen wir aber auch gleich mal in die aktuelle Woche rein. Hier haben wir mein Budget, hier ein kleiner Notizzettel mit ein paar Sachen, die sich so verändert haben im Laufe des Monats. Darauf komme ich dann zurück, wenn ich das April-Budget abschließe. Dann haben wir hier unseren Weekly Check-In mit dieser katastrophalen Zahl von 200,08 Euro, die wir noch übrig haben für 1, 2, 3, 4 Wochen Essen. Ja, als ich das meinem Mann gezeigt habe, hat er es erstmal gar nicht glauben können.
Schönerweise kann ich ihm ja den Spending-Tracker zeigen und er ist dann so Ausgabe für Ausgabe durchgegangen, hat dann auch so ein bisschen auf seine Kappe genommen, dass er sich doch öfters mal so ein bisschen Feinkost vom Aldi erlaubt hat und auch die ein oder andere Flasche Wein, die dann am Abend getrunken wurde, das wahrscheinlich so ein bisschen gesprengt haben. Aber ja, also wir haben es nochmal durchgerechnet, es stimmt, es ist einfach Fakt. Wir haben in einer Woche, also ein bisschen was über einer Woche, 599,92 € für Essen ausgegeben. Jetzt schauen wir mal, wie das in der zweiten Budgeting-Woche aussah. Und da muss ich sagen, bin ich recht stolz auf uns. Das hier ist die zweite Woche. Ein bisschen was tracke ich noch mit euch zusammen und dann rechnen wir das mal aus. Also, ich wollte euch das jetzt mal zeigen, wie ich das mit meinen Cash-Envelopes mache, wo ich kein Cash mehr benutze, ne, aus bekannten Gründen momentan. Also das hier ist ja jetzt wieder umfunktioniert worden zu meinem Geldbeutel. Das war längere Zeit mein Daily Planner, aber jetzt habe ich es wieder als Geldbeutel. Ich brauche immer mal wieder regelmäßig eine Veränderung. Und da sind jetzt meine Folien drinnen. Und da habe ich jetzt auch die nicht Notizzettel, die Kassenzettel drin von den jeweiligen Ausgaben. Ja, also ist für mich eine schöne Alternative, um das weiter zu nutzen. Ich habe das vorher auch gemacht. Ich habe halt dann mit Geld aus dem Umschlag bezahlt und die Rechnung dann dort rein. Und dann konnte ich es irgendwann mal tracken, wenn ich halt gerade Ruhe und Muße habe. Wobei ich zugeben muss, dass ich einfach wahnsinnig gerne tracke. Also ich mache das eigentlich immer sehr, sehr zeitnah. An mir wären wunderbare Beamte verloren gegangen. Jetzt schauen wir mal. In Sachen Lebensmittel haben wir hier eine Aldi-Rechnung mit der schönen Zahl 18,88 €. Dann tracken wir das doch gleich mal. Also, Lebensmittel habe ich in diesem hellen Pink. Das wurde ausgegeben am 4.4. Aldi 1888. Jetzt schaue ich hier zuletzt, wie viel noch übrig war bei Lebensmitteln. Seht ihr das? Ja, ich glaube schon. Das waren 102. Schon ein kleiner Sneak Peek, ne? Dass wir nicht so viel ausgegeben haben den Monat. Gott sei Dank. Also 102 minus diese 18,88 € heißt übrig 81,14. Es wird so oder so sehr sportlich werden. Aber wenigstens ging es nicht genauso weiter, wie es in der ersten Woche angefangen hat. Gut, damit haben wir das schon mal getrackt und der Zettel kann weg. So, dann geht es weiter. Freizeit haben wir nichts, man kann ja auch nichts machen. Haushalt haben wir nichts, einfach nur aus dem Grund, weil ich mein komplettes Budget da schon rausgeblasen habe in der ersten Woche. Habe mich aber ganz brav zurückgehalten in Sachen Online-Einkäufe. Also von meiner Seite aus wurde gar nichts gekauft, bin ich sehr stolz drauf. Jetzt haben wir hier eine Rechnung drin bei Kinderkram, die man eigentlich auch bei Essen reinpacken könnte. Aber ich kann das natürlich gleich begründen. Das ist eine Rechnung von einem Ausflug, den wir gemacht haben mit dem Fahrrad. Schönen langen Familienradelausflug, natürlich hier in der näheren Umgebung, na klar. Und auch nicht in der Gruppe, sondern eben nur in der Familie. Nur, dass es da nicht zu Missverständnissen kommt. Und als die Kinder dann hungrig wurden, haben sie ganz lange gejammert. Sie möchten doch bitte so, so, so gerne zu McDonald's. Dann haben wir gesagt, okay, da wir ja kein Freizeitbudget haben, nehmen wir jetzt mal das Kinderbudget, gehen zu McDonald's. Wir haben eine schöne große Ladung Essen uns gekauft. Wir sind mit dem Fahrrad durch den Drive-Thru gefahren, was auch sehr, sehr lustig war. Und haben dann ein McDonald's-Picknick auf einer Wiese in der Nähe veranstaltet, was sehr, sehr schön war. Also, das heißt, wir haben hier ausgegeben an dem Tag 23,09 € bei McDonald's. Und das möchte ich bei Kinderkram tracken, einfach auch, weil wir da noch was übrig haben. Ich bin ganz ehrlich, ne? Das ist, man kann das hin und her argumentieren, aber ich mache das auch gerne, weil da noch was übrig ist. Naja, also ein helles Orange. McDonald's. 23,09 €. Das Ganze war am,
Ich krieg's irgendwie nicht gebacken, dass ich schneller das Datum sehe. Alles war ja auch am 4. Okay. Ah ja, genau, wir haben im Anschluss dann bei Aldi noch was eingekauft. So war das. So, bei den Kindersachen hatten wir, der letzte Posten war letzte Woche dieses Puzzle und die Kreide. Da blieben noch 36,77 übrig. 36,77 minus die 23,09 € ist gleich 13,68 € übrig. Ja, es war auf jeden Fall ein total schöner Tag und hat uns allen auch so gut getan. Also das hat sich sowas von gelohnt. Und lecker ist es ja auch, muss es jetzt zugeben. Also das war das hier. Das ist auch weg. Dann schauen wir mal, was noch drinnen ist. Dann habe ich hier was. Ich habe die Kategorie Auto umgeändert in Transportmittel. Einfach nur deswegen, weil wir über kurz oder lang mein Auto verkaufen werden. Das pfeift aus dem letzten Loch. Das ist einfach nicht mehr sicher. Das werden wir loswerden. Da steht jetzt auch der TÜV an und es lohnt sich überhaupt gar nicht mehr, da das Geld reinzustecken. Ich möchte dann wieder umschwenken und meine Erledigungen alle zu Fuß machen, mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mein Mann hat noch weiterhin sein Auto, aber dadurch, dass wir jetzt eben das Fahrrad nutzen, auch in dieser Quarantänezeit, und eben nur noch mit einem Auto klarkommen wollen, nenne ich diese ganze Kategorie Transportmittel. Und da kommen dann auch die Kosten für Fahrrad und die Kosten für Zugfahrten, Busfahrten und so weiter kommen dann hier raus. Da haben wir eine Ausgabe. Ne, wir haben mehrere Ausgaben. So, wir haben hier ein paar Zettelchen. Da sind wir, als wir dann die Radtour hinter uns hatten und die Kinder müde waren mit vollgestopften McDonald's-Bäuchen, sind wir dann mit dem Zug zurückgefahren und haben hier 3,80 € einmal gezahlt. Das waren, glaube ich, unsere Fahrtkosten. Die Strecke ist nicht lang. Und dann hatten wir 0,95 €. Das war das Geld, was wir gezahlt haben, um die Fahrräder nach Hause transportieren zu können. Das waren also 6,65 € für Transport. Ich schreibe das mal eben hier auf, damit ich das nicht vergesse. 6,65 €. Und da seht ihr auch noch die nächste Ausgabe. Und zwar haben wir Ausgabe. Ja, doch, Ausgabe. Wir haben eine Fahrradkupplung für mein Fahrrad gekauft. Wir haben nämlich einen Fahrradanhänger, den ich aber bislang noch nicht nutzen kann. Mein Mann kann ihn gerade nicht nutzen, weil bei ihm das Follow Me dran ist am Fahrrad. Also er nimmt meine Tochter immer hinten mit, weil die in Sachen Gleichgewicht halten und so noch nicht so top aufgestellt ist und noch nicht Fahrrad fahren kann. Also kurzum, ich brauche einfach eine Fahrradkupplung, damit ich einen Anhänger nutzen kann, damit ich auch größere Einkäufe mit dem Fahrrad erledigen kann, jetzt und in Zukunft. Und deswegen haben wir uns eine Fahrradkupplung geleistet. Diese Fahrradkupplung hat gekostet 9,95 €. Das rechne ich jetzt hier mal dazu. Sind wir bei 16,60 € gelandet. Und diese 16,60 € sind jetzt die, die ich aus dem Sinking Fund Transportmittel raushole. Die sind ja bereits ausgegeben. Ne? Die Fahrradkupplung wurde online bestellt und das da hier haben wir gezahlt, einfach aus unserem Geldbeutel. Und das muss jetzt natürlich ausgeglichen werden. Das heißt, in der Kategorie Transport, also das haben wir auch per Karte gezahlt. Blödsinn, nichts mit Geldbeutel. Aus der Kategorie Transportmittel müsste ich jetzt praktisch 16,60 € rausnehmen. Habe jetzt da natürlich kein Kleingeld drin. Ich nehme jetzt da mal 20 € raus und lasse es damit auch bewenden. Lass es damit auch gut sein, weil hier und da mit dem Kleingeld mal was nicht ganz aufgeht. Also vielleicht kann ich das in Zukunft dann genauer machen, wenn ich wieder Münzgeld habe. Auf jeden Fall kommen diese 20 € einfach ein Umschlag weiter hinter, in den Umschlag mit der Bankeinzahlung, kommen wieder aufs Konto und damit sind diese Ausgaben ausgeglichen. So, falls ihr euch über die komplett anderen Lichtverhältnisse wundern solltet, dieses Video entsteht locker 2 Stunden nach dem ersten Video, weil mir aufgefallen ist, dass ich was völlig vergessen habe. Und zwar muss ich ja diese Ausgaben natürlich auch noch eintragen und die trage ich nicht in den Spending Tracker ein, weil meine Sinking Funds tracke ich ja hier. Transaction Log nennt sich das. Das heißt, ich habe jetzt 2 Ausgaben in der Kategorie Transport. Dann schreibe ich hier auch einfach Transport rein. Und einmal ist das die Kupplung für 9,95 €.
Das ist der erste Eintrag in der Kategorie, deswegen bleibt es bei 9,95 Euro. Und dann habe ich den zweiten Eintrag Transport-Zug-Ticket. Und das waren 6,65 Euro. Jetzt habe ich prompt vergessen, wie viel das insgesamt waren. Muss man noch mal kurz schauen. 9,95 Euro plus 6,65 Euro ist 16,60 Euro. Nur, dass das alles seine Ordnung hat. Jetzt ist es hier auch eingetragen. Die Transportkategorie hat bei mir die Farbe Orange. Und vor der Tür miaut eine Katze. Aber das ist ja hier nichts Ungewöhnliches. So. Damit sind wir hiermit auch durch. Ich wollte noch mal kurz einen Blick auf die Ausgaben von der Woche werfen, auch wenn die nicht sonderlich spannend sind, weil ich bin ja die neuen Ausgaben mit euch durchgegangen, aber nicht die alten. Das ist allerdings nichts so Besonderes. Also es ist nur Aldi und Edeka, Aldi und Edeka. Das wiederholt sich hier fröhlich. Und dann war ich einmal beim Müller und habe neue Minen gekauft für diesen Friction Pen. Und Süßkram muss natürlich auch sein. Habe übrigens gelesen, dass die Süßkramkäufe extrem nach oben gestiegen sind. Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich brauche jetzt auch mehr Süßes als früher. Genau, das waren unsere kompletten Ausgaben in dieser Woche. Und das war es auch schon. Mehr war es nicht. Ich bin sehr stolz auf diese kurze Liste. Das heißt, wir können jetzt mal übertragen, wie viel wir ausgegeben haben. So, die Kategorien, die ich wöchentlich tracke, ist Essen, Haushalt, Kinderkram und Freizeit. Wobei Freizeit natürlich jetzt nicht so viel Sinn macht, weil wir keinerlei Budget haben, keinerlei Ausgaben haben. Aber wir hatten Essensausgaben. Wir sind mit 200,08 € gestartet in diese zweite Woche. 200,08 €. Hatten am Ende übrig 81,14 €. Das kann ich auch gleich übertragen. Übrig 81,14 €. Das heißt, ausgegeben haben wir 118,94 €. Und das entspricht eigentlich auch eher dem, was wir so pro Monat für Essen ausgeben. Also was da, nicht pro Monat, das wäre schön, pro Woche für Essen ausgeben. Was da in der ersten Woche passiert ist, das weiß ich nicht. Also keine Ahnung, frag mich nicht. Ja, auf jeden Fall gefällt mir diese Zahl schon besser. Dass wir mit diesen 81,14 € mit Sicherheit nicht diese 3 Wochen klarkommen werden oder vielleicht 2,5 Wochen, je nachdem, wann das nächste Gehalt dann auf dem Konto auftaucht, ist klar. Also da werden wir wohl rübergehen müssen, aber ich kann jetzt schon ein bisschen spoilern. Wir hatten ein paar zusätzliche Einkommen, ein paar zusätzliche Einnahmen, mit denen wir so halbwegs gerechnet haben. Manche kamen überraschend, was natürlich immer schön ist. Auf jeden Fall können wir das diesen Monat ausgleichen und müssen auf jeden Fall nicht mit einem Minus in den nächsten Monat starten, was doch schon mal toll ist. Bei Haushalt hatten wir keinerlei Ausgaben. Bleiben uns immer noch diese 106,38 € übrig, die wir im Minus sind. Bei Kinderkram hatten wir unseren McDonald's-Ausflug. Da haben wir 23,09 € ausgegeben. Und ich bin echt nicht in der Lage, mir das zu merken. Ne? 13,68 € sind hier noch übrig. So, und Freizeit bleibt weiterhin 0,00 €. Also, das sind jetzt die Zahlen, mit denen wir in die nächste Woche reinstarten. Ich nehme mal an, dass wir von diesem Essensbudget sehr schnell auch sehr viel ausgeben werden, weil wir jetzt doch ziemlich leer geplündert sind. Und ich muss auch zugeben, dass ich gegen Ende unbedingt mit Vorräten was machen wollte, weil ich mir nicht die Blöße geben wollte, wieder so viel Geld rauszuhauen diese Woche. Naja, wird man sehen, wie das da weitergeht. Aber soweit stehen wir ganz gut da, würde ich sagen. Wir haben es wieder ein bisschen die Kurve gekriegt und mit den zusätzlichen Einnahmen wird es dann auch letzten Endes ganz gut hinhauen. Ja, das war es auch schon. Ich danke auf jeden Fall jedem, der zugeschaut hat und ich freue mich immer über eure Kommentare, über eure Fragen. Ich werde jede Frage super ehrlich beantworten. Ich habe überhaupt nichts zu verbergen. Ich finde eh, es wäre super, wenn mehr Leute ganz offen über Geld sprechen würden, damit es so ein bisschen diesen Tabustatus verliert. Genau, also wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn euch irgendwas interessiert, dann fragt mich gerne. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wie immer gibt es am Schluss noch ein kleines Katzenvideo zur Entspannung. Ciao!